Hallo und grüß euch zurück. Cäsar 4, erste Mission, zweite Folge. Bin schon gespannt, was ihr kommentiert habt. Ich weiß es ja noch nicht, weil ich nehme natürlich wie üblich eine Mission am Stück auf. So, und hier haben wir wirklich sehr viel Töpferwaren, aber ich glaube, das passt noch. Wir haben ja auf keinen Einkauf gestellt. Wie schaut es aus mit den Arbeitern? Haben wir genug? Wir könnten natürlich noch ein kleines Domus bauen. Spricht man sich ja auch anders aus. Wurde glaube ich, in der Checkliste wurde ich mehrfach ausgebessert, was diverse Dinge angeht. Und habe das alles natürlich wieder vergessen. Aber da kennt sie mich ja auch gut genug inzwischen. So. Ja, Bevölkerung sind wir bald oben. Kultur. Oder um was kümmern wir uns als nächstes? Wohlstand, Kultur. Wir können natürlich direkt eine Villa bauen, aber... Ja, könnten wir uns wirklich überlegen. Wir können zumindest mal eine bauen, da direkt neben den Luxuswarenmarkt. Oder lieber hinten rein. Hätte hier dann noch eine Platz? Nicht wirklich. Weil da sind wir dann schon sehr nah am Strand. Aber macht nichts. Genau, und jetzt brauchen wir ein Reservoir. Auf das wollte ich eigentlich raus. Aber wisst ihr, was wir vorher machen? Wir schauen, wie es mit den Finanzen ausschaut, ob wir genug Geld machen. Wir haben ja unser Steuerbüro, jawohl. Ah genau, hier arbeiten ja auch die Equities, glaube ich, so heißen sie, oder? So, Rom verlangt Nahrungsmittel. Müssen wir wieder streichen und nachdem uns jetzt die Nahrung ein bisschen ausgehen wird, werden wir auch wieder ausbauen. So, geht sich das noch aus? Wir werden sehen. Jawohl. Auch wenn die Getreidefelder dann ein bisschen weit weg sind. Sonst tauschen wir das aus, machen wir es so. Getreidefeld in dem Fall dann hierher und Gemüsefeld dahin. So, oder? Ja. Okay, das heißt, wir müssen auch grundsätzlich mehr Nahrung produzieren. Nicht nur mehr Getreide, sondern eben überhaupt mehr Nahrung. Jetzt haben wir noch weiteres Gemüse anpflanzen. Warum nicht? Da schlängeln wir mal um die Kurve rum. So. Und. Ah, Gemüsefeld. Wollte ich haben. So, so, so und passt hoffentlich für den Moment. Das Silo, ja, überfüllt ist was anderes. Sollen wir hier gleich noch einen Weg rüberziehen? Warum nicht? Okay, und die sind doch schon eingezogen, so wie es ausschaut, aber haben eben kein Reservoirwasser. Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufs Geld schauen, dass das auch hoffentlich ja steigt. Wir produzieren ja fleißig. Wieso wird hier immer noch importiert? Ich stelle einfach mal auf 0. Man kann theoretisch natürlich auf Einkauf stellen und so, dass immer ein gewisser Mindestwert hier vorrätig ist. Geht auch. Ja, ich glaube, wenn es mich nicht täuscht, der Kontostand steigt. Was gut ist, was wichtig ist vor allem, dann können wir uns die weiteren Sachen leisten. Nämlich ein Reservoir. Jetzt ist die Frage, wohin mit dem? Ich glaube, das wäre ein guter Standort. Und wir müssen natürlich Wasser reinpumpen über zum Beispiel ein Pumphaus. Dass wir irgendwo hier an den Strand platzieren. Ich glaube, das müsste genügen, oder? Aha, da komme ich natürlich jetzt nicht raus wegen den Steinen. Dann werden wir ein bisschen einen Umweg fahren müssen. Aber geht auch so. Und hier das Pumpenhaus, so heißt's. Genau, das braucht, glaube ich, eh keinen... Oder braucht das einen Weg? Straßenanschluss? Naja, wollen wir mal nicht verweigern. Super. Genau, Straßen sollte man vorher bauen, wenn man vernünftig unterm Aquädukt durchfahren will.
Einfach im Moment genügt es, glaube ich, wenn wir einfach so hinfahren und passt. Okay, das heißt, die haben jetzt Zugang zum Reservoir. Unser schöner Brunnen, der ist auch im Betrieb. Und hier haben wir eh vergrößert. Ist auch gut. Wir brauchen wesentlich mehr von den, wie nochmal, Equities, oder? So, können wir gleich direkt ausliefern. Da haben wir jetzt eben mehr als genug zusammengespart. Sparen wir vielleicht vorher aber ein bisschen weiter. Jetzt haben wir es da. Da wollte ich eigentlich die Villa hin platzieren, die nächste. Ja, eben genau deswegen können wir das direkt auch gleich ausliefern. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch eine Villa brauchen. Um den Wohlstand unserer Stadt kümmern. Oh, das schaut schon sehr gut aus. Fehlt eigentlich nur noch Kultur und ein bisschen Wohlstand. Ja, ich befürchte, die Folge wird eventuell etwas kürzer, wenn es so weitergeht. Na, wir werden sehen. So, ich glaube, alle mehr oder weniger zufrieden im Moment. Naja, dann sorgen wir einfach für weitere Kultur. Und zwar mit... Zählt Religion... Zählt, glaube ich, auch zur Kultur. Genau, Bildung, Religion, Unterhaltung... Hoppala, medizinische Einrichtungen. Also theoretisch auch ein Badehaus, oder wie sehe ich das? Dann bauen wir doch eins. Ist auch in Betrieb. 1000 Bürger haben wir erreicht. Ja, und wenn die jetzt noch ausbauen, was sie tun, die kleine Villa entwickelt sich, dann kann ich mir gut vorstellen... Der kulturelle Standard in unserer Stadt muss verbessert werden. Ja. Hat das Badehaus noch nicht eingeschlagen. Ja, dann werden wir noch für Kultur sorgen in dem Fall. Einen Jupiter-Schrein hier platzieren. Ich weiß gar nicht mal, warum das nicht freigeschalten war. Kommt das aus den späteren Missionen? Kann sein. Ja, offensichtlich Nahrung genug vorhanden, obwohl wir das Getreide einbehalten. Sehr gut. Ja, hier haben wir Wolle im Überüberfluss. Entweder wir exportieren nicht genug. Ah, hier ist nicht gerade Stau angesagt. Ja, dann weitere Betriebe in dem Fall, oder? Wenn es so ist... Noch eine Bekleidungsfabrik. Der kulturelle Standard in unserer Stadt muss verbessern. Ja, immerhin schon auf 13. Der Wohlstand ist die Frage. Braucht man da vielleicht noch eine Villa? Ich kann nochmal nachlesen. Sollte hier ja stehen. Mehr um den Wohlstand unserer Stadt. Ja, stimmt eh. Wird hauptsächlich über den durchschnittlichen Grundstückswert von Villen bestimmt. Okay. Heißt, wir bräuchten so gesehen noch eine Villa, eben die ich hier ja hinbauen wollte. Da ist kein Platz mehr, dann bauen wir sie dahin. Die Frage ist, geht sich das aus mit dem Reservoir? Wir werden sehen. Sonst müssen wir es da... Ja, da drüben wäre fast besser. Soll ich nochmal wegreißen? Ich glaube, ich reiße nochmal weg. Baue die Villa dahin. Sind wir auf jeden Fall näher am Reservoir, auch an den anderen Märkten. Ja, und Caesar 4, und das hat mir immer gefallen, nicht nur Caesar 4, viele Spiele aus dem Genre sind auch ein richtiges, naja, Puzzle-Spiel, würde ich es fast nennen, wo man sich laufend die Frage stellen muss, was baue ich wohin, dass das funktioniert, dass sich alles ausgeht. So, wir haben ein bisschen zu wenig von Equities. Aber soll im Moment nicht stören. Die werden hier mit der Sänfte herangetragen. Der kulturelle Standard in unserer Stadt muss verbessert werden. Ja, fehlt eigentlich nur noch ein Kulturpunkt, so wie es ausschaut. Ich glaube, das ließe sich relativ leicht erledigen durch einen zweiten Schrein. Sollte eigentlich genügen. Dann haben wir die Mission mal geschafft. Gehe ich mal zumindest von aus.
Ja, zu essen ist genug da, Standardwaren sind genug da. Forderung nach Kleidung gibt es jetzt auch noch. Habe ich etwa übersehen, dass wir hier noch nicht genug Ansehen haben? Doch, wir haben genug Ansehen, nur der Wohlstand ist wieder um 1 runter. Und Kultur passt auch nicht ganz. Ja, nehmen wir mal vorsichtshalber, hier müssen Kleidung einbehalten, eventuell. Oder? Machen wir das mal, machen wir vorsichtshalber. Wenn wir den Auftrag nicht erfüllen, nicht so gut. Hätte gedacht, das genügt für die Kultur vielleicht, deswegen nicht, weil wir zu wenig Leute haben, die dort arbeiten. Können wir mal nachbessern. So, was braucht man noch? Also, Moment, wir brauchen ein bisschen mehr Attraktivität einmal auf jeden Fall. Schauen, ob das genügt. Jawohl. Und die entwickeln sich hoffentlich auch noch. Jetzt sammeln wir ja gerade Kleidung. Der kulturelle Standard. Ja, Wohlstand ist sogar wieder runtergegangen. Also so viel zum Thema, ist gleich fertig, dauert dann doch noch ein bisschen. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Ja, kommt noch. Wir könnten natürlich so langsam an weitere Luxuswaren denken, falls wir das Geld haben. Ah, hier wird exportiert im Moment. Da ist natürlich auch, wenn wir auch ein bisschen runtergehen, dass wir Kleidung sparen für Rom. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig. 40 Vorrätiger, gut, es geht sich leicht aus. Das sollte mal nicht das Problem sein. Ja, und Kleidung haben wir. Ja, wir haben vor allem viel zu viel Wolle. War da nicht irgendwo noch was mit Wolle? Ja, da wollte ich eigentlich hin. Genau, die kaufen Wolle. Könnte man eigentlich den Handel eröffnen. 250. Das ist jetzt nicht extrem viel. Das können wir uns noch leisten. Und entsprechend einen weiteren Hafen. Ich glaube, den werden wir hier hinbauen. Da werden wir hier die Straße ein bisschen abändern. Dann hat er hoffentlich da Platz. Ah, sollte sich ausgehen. Und hier verkaufen wir dann mal Wolle zumindest. So, ich schätze mal, wir haben es jetzt zusammen. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig fast. Zwei fehlt noch. Und dann werden wir schon, dass wir Möbel importieren. Das ist schon jeweils. Ah, nein, das ist noch eine kleine Villa, das ist schon eine mittlere. Okay, dann werden wir aber hier Getreide wieder aktivieren, weil ich glaube, umso mehr Verschiedenes zum Essen und umso mehr verschiedene Waren, von dem her wäre Olivenöl auch langsam interessant, umso zufriedener sind die Leute im Endeffekt. Genau, möchte mehr Vielfalt. Okay. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig. So, dann liefern wir das und verkaufen das hier auch wieder. Genauso wie hier. Genau, nicht, dass uns die Wolle dann wieder ausgeht, aber dann machen wir zumindest mal ein bisschen Geld. So, jetzt regnet es mal ordentlich. Hoffentlich nicht zu laut. Ja, exotische Waren kann ich jetzt im Moment nicht viel bieten. Was ich bieten könnte, ist eine dritte Art von Luxuswaren. Standardwaren, pardon. Nämlich Olivenöl. Könnte man theoretisch noch anbauen. Das wäre kein Problem. Da sieht man auch noch Platz für den Weg, gegebenenfalls. So, ja, hier haben wir mal auf jeden Fall viel zu viel Trauben, sehe ich gerade. Das heißt, leisten wir uns doch noch, das können wir sogar liefern, sehr schön. Noch eine Weinfabrik und ein Lagerhaus für
Olivenöl und Oliven. So. Wie schaut's aus mit den Arbeitskräften? Gut, das passt eigentlich alles. Und dann hoffen wir, dass die bald aufleveln. So, an was fehlt jetzt noch? Der kulturelle Standard in unserer Stadt. Kultur und Wohlstand. Ansehen ist mal mehr als erledigt. Gut, dann sagen wir für Kultur. Machen wir eine Bibliothek. Die hoffentlich irgendwo Platz hat, halbwegs vernünftig. Bauen wir hier hin. Brauche ich mal ein bisschen mehr Arbeitskräfte. So, Steuerbüro, wie schaut es denn aus? Dreimal überhaupt richtig Steuern ein. Im Moment sind die Finanzen 2 von 2, 3 von 3, das ist gut. Da wird gezahlt. Da wird importiert und exportiert. Okay, auch super. Im Silo haben wir eine gute Menge an Nahrung. Da wird mittlerweile auch ein bisschen mehr Wein produziert. Die Frage, ob wir den vielleicht auch irgendwie losbekommen noch. 3 Arten, 2 Arten, sollte auch bald 3 sein. Und hier eine Art. Jetzt ist die Frage, hier wollte ich hin, ob man eventuell noch exotische Waren importieren könnten. Oder eben direkt Möbel, kann man natürlich auch selbst herstellen. Man, exotische Waren wäre natürlich interessant. Oder wie gesagt, wir stellen eben selber Möbel her. Ah, können wir in der Mission doch nicht. Okay. Genau, ist alles deaktiviert. Ja, dann müssen wir es importieren. Ich drücke da auf den falschen Knopf. So, hier. Jawohl, Handelsroute eröffnen. Dann gibt es da noch einen Hafen. Und hier importieren wir Möbel. Gut. Dann haben wir 2 Luxuswaren, 3 Standardwaren, 3 Nahrungsmittel. Zumindest gleich mal, wenn es hier mit dem Olivenöl ein bisschen losgeht. Ja, und auf die Verhältnisse muss ich eben noch ein bisschen drauf kommen. Aber ich glaube, hier 2 von den Schaffarmen für 4 Fabriken wäre nicht schlecht. Wobei wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass wir im Moment auch verkaufen. Hier zumindest ein bisschen was. Was nicht schlecht ist. Eventuell könnte man uns noch direkt eine dritte Villa hinstellen. Wie ich finde, Waren sollten eigentlich genug da sein, um hier nochmal zusätzlich ein paar Adelige zu versorgen. Und hier werden wir schön zubauen mit Straßen, eventuell dann den Platz draus machen. Da müssen wir auch eigentlich irgendwo eine Straße durchbauen. Die haben es relativ weit zum Luxuswarenmarkt. Im Moment sind die so, wie schaut's aus? Wertung. Kultur passt jetzt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Wohlstand. Ja, dann hoffen wir eben, dass mit der dritten Villa. Oh, wir haben Schulen gemacht. Das ist natürlich schlecht. Das ist schlecht. Importieren wir vielleicht im Moment zu viel oder exportieren zu wenig. Können wir hier ein bisschen runtergehen mit den Importen. Wir können ja auch Getreide verkaufen. Einfach mal alles raushauen, was wir so haben. Das war nicht gut, weil der Wohlstand ist natürlich auf 0, wenn wir im Minus sind. Aber ich glaube, da kommen wir schon wieder raus. Hoffentlich zumindest. Ansehen leidet natürlich auch drunter, aber wird schon werden. Ja, wir müssen einfach ein bisschen mehr exportieren. Jetzt wird Getreide exportiert. Sehr schön, sind wir wieder im Plus. Das dürfte dann auch wieder raufgehen.
Naja, so fülle ich wenigstens schön eine zweite Folge noch auf. Passt auch gut und ich erinnere mich wieder an Probleme, die man haben kann. Hier könnte man auch Kleidung hin exportieren, weil die kaufen uns eindeutig zu wenig ab. Was kostet das 500? Werden wir ein bisschen zusammensparen. Im Moment sind die Finanzen unserer Stadt in Ordnung. Gut, Steuern zahlen alle, das ist super. Okay, dann lassen wir mal kurz laufen. Kleine Villa, kleine Villa. Sie machen das gut, aber nicht so gut wie in den guten alten Zeiten. Aber kommt gleich hoffentlich noch. Zum Beispiel wieder knapp ins Minus gerutscht. Ärgerlich, ärgerlich. Jetzt haben wir verkauft. Dann eröffnen wir, glaube ich, da und die falsche Taste. Die Handelsroute auch noch. Im Moment sind die Finanzen unserer Stadt in Ordnung. Verkaufen. Müssen wir zwar noch mal kurz ins Minus, aber soll jetzt nicht allzu sehr stören. Verkaufen nochmal. Einfach das Maximum. Beziehungsweise wir sehen, glaube ich, eh gut hier, dass wir zwar nur auf der Hälfte sind, aber dass eh nicht genug uns abgekauft wird. Okay, dann läuft jetzt hoffentlich. Eventuell haben wir zu wenig Wolle. Dann werden wir hier den Wollexport mal wieder aussetzen. So, Getreide sollen wir jetzt liefern. Entsprechend werden wir auch, hoppala, den Getreide-Export mal lassen. Können wir natürlich auch theoretisch so. Im Prinzip bleibt es egal, wie man es einstellt. Man verkauft so oder so nicht. Beziehungsweise glaube ich, so wird eingelagert, aber nicht verkauft. Und so wird gar nicht eingelagert. Irgendwie so rum. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder gut im Plus und... Im Moment sind die Finanzen unserer Stadt in Ordnung. Und. Es ist wieder auf 22 rauf. Okay, wie können wir jetzt noch die Grundstückspreise erhöhen, ist die Frage. Sollen wir vielleicht eine Statthaltervilla uns leisten? Erhöht die Grundstückspreise? Lassen wir uns mal überraschen. Und auf jeden Fall werden wir Geld investieren, um hier ein bisschen zu verhübschen. Kleine Hecke. Können wir da hinten noch reinzaubern. Gehen wir für das ein bisschen Geld aus. In der Hoffnung. Ah ja, schaut euch das an. Gute Hoffnung. Ist eine mittlere Villa geworden und herzlichen Glückwunsch, Statthalter. Wir haben es geschafft. Sie haben sich als tüchtiger Verwalter der neuesten Länder Roms erwiesen. Das ist wahrhaft ein grandioser Auftakt Ihrer Karriere. Dann schauen wir vielleicht, weil noch ein bisschen Zeit ist, in die nächste Mission. Kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Sind ja wieder zwei Missionen zur Auswahl. Wir bleiben aber, wie gesagt, bei der wirtschaftlichen Seite des Spiels. Und naja, so geht's dann. Nächstes Mal weiter. Je mehr die Republik im Mittelmeerraum expandiert, desto größer wird ihr Bedarf an Schiffen. Flotten dienen dem Handel und der Kriegführung. Und natürlich als Yachten für die Senatoren. Außerdem kann man unfähige Statthalter als Ruderer auf die Galeeren schicken. Eine meist recht kurzlebige Betätigung. Die Provinz Gallia Narbonensis verfügt über leicht zugängliches Holz. Errichten Sie dort eine Stadt und liefern Sie das Holz, das Rom braucht. Leider ist der Handel in diesem Teil der Republik begrenzt. Die gute Nachricht ist jedoch, dass viele Ressourcen, die die Stadt benötigt, im Umland verfügbar sind. Rom setzt vollstes Vertrauen in Sie, o Statthalter. Geben Sie weiterhin Ihr Bestes und Ihnen steht ein steiler Aufstieg bevor. Und jetzt mache ich's kurz und wünsche alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vielen Dank und baba.